Mein Autarch, alles ist vorbereitet. Wo sind Radek und Stahl? Das Paket ist bereit zur Lieferung, Sir. Vater. Mein Volk, Söhne und Töchter von Helgan. An diesem Tag brennen die Schiffe des Feindes im Weltall. Ihre Leichen pflastern unsere Straßen. Und wieder wird uns das Ausmaß ihrer Verdammtheit bewusst. Viele Jahre lang litten wir unerträgliche Not. Vom Feind zum Tode verurteilt. Durch Hunger, durch Krankheit. Sie zermürbten und schwächten uns. Aber diese Zeit ist vorbei. Jahrelang plagten wir uns, hungernd, zehrten von unserer Kraft, unserem Stolz und unserer Nation. Aber diese Zeit ist vorbei. All die Jahre hatte ich die Ehre, euch zu führen. Immer, immer weiter. Von heute bis ans Ende aller Tage. Sir, wir müssen los. Die ISA ist hier. So, und damit ein Ayo, was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Ihr seht schon richtig, nachdem wir jetzt Killzone 1 und Killzone 2 erfolgreich gemeinsam gespielt und beendet haben, geht's jetzt hier direkt im Anschluss weiter, Freunde, mit dem Abschluss. Sozusagen, neben den zwei anderen Teilen, aber von der Hauptreihe so mit dem Abschlussteil zu Ende mit Killzone 3, meine Freunde, kam damals raus, exklusiv natürlich für die PS3 2011. Meiner Meinung nach sogar persönlich noch mal eine ganze Ecke besser als der zweite Teil gewesen. Habe ich damals durchgespielt vor keine Ahnung wie vielen Jahren. Fand ich unfassbar krass. Und freue mich natürlich, sage ich mal, umso mehr das Game jetzt wieder gemeinsam mit euch gemeinsam zu spielen. Ein technisches Wunderwerk, absolut genauso geil wie der zweite Teil. Da haben sie aber jedoch deutliche Verbesserungen gemacht im Vergleich zum zweiten. Viele Sachen, die, sage ich mal, gestört haben, wie zum Beispiel die Steuerung, wurden hier verbessert und noch viele andere Sachen. Und ich freue mich mega drauf. Bin richtig gespannt. Ich habe, wie gesagt, sehr lange nicht mal gezockt. Ich würde sagen, wir gehen rein, starten eine... eine Kampagne. Man kann auch eine Kurzkampagne spielen, wie ich gerade sehe. Und wir gehen in die Mission rein. Und soweit ich weiß, startet das Spiel und knüpft halt da an, direkt an, wo der zweite Teil geändert hat. Dementsprechend sollten wir uns jetzt wieder im Kriegsgebiet wiederfinden, wo wir den zweiten Teil beendet haben. Und dann starten wir jetzt einfach mal rein und gucken, was uns erwartet. Vor 6 Monaten töteten unsere Feinde einen großen Mann, Skolar Visari, Vater unserer Nation. Heute erinnern wir uns an die Hoffnung, die er uns gab, den Sinn, den er uns gab, die Vision, die er uns gab. Eine Vision, in der Helgast ihren rechtmäßigen Platz im Universum wieder einnehmen. Auf ewig werden wir unseren Kindern von diesem Tag erzählen. Dem Tag, an dem seine Vision Realität wurde. Okay, krass, ich glaube, das erste Mal in der Geschichte von Killzone steuern wir jetzt einen richtigen Helgast. Gut, jetzt wenn wir HK mal außen vor lassen, aber dass wir wirklich auch optisch aussehen wie ein Helgast, das ist wirklich krass. Feuer am Schalter melden, ja, das machen wir. Servus, schönen guten Tag. Links geht's um einen Schrecken. Achso, okay, Entschuldigung.
Ihre Einheit. Argus 2. Okay. Gefangenentransport, okay. Ist von der Steuerung so viel besser. Es ist so viel besser, Digga. Das kann man sich gar nicht vorstellen. So, das hat mich ja im zweiten Teil, ihr habt es wahrscheinlich eh gemerkt, das hat mich im zweiten Teil so krass gestört. Diese Trägheit, die einfach das Spiel mit sich gebracht hat, das war wirklich, wirklich, wirklich anstrengend. Zum Schießstand. Ja, ist ja kein Problem. Digga, chillt mal, ja? Sie gehen sogar mit ihren eigenen Leuten gehen sie scheiße um. Okay. Dann schauen wir mal. So, Digga. Dann lass mal runter. Der Waffenmeister möchte Sie sehen. Er befindet sich am anderen Ende der Schießanlage. Servus. Jeder, der in sensiblen Bereichen der Fabrik arbeitet, braucht mein Okay. Okay, gut, alles klar. Schauen Sie nach, bevor Sie loslegen. Munition finden Sie hier in der Kiste. Korrekt. Fangen wir mit dem Sturmgewehr an. Zerstören Sie die Ziele. Okay, Gott sei Dank, Digga. Oh, wie viel angenehmer das ist, das kann man sich gar nicht vorstellen. Es ist so viel angenehmer, oh mein Gott. Kommen wir zur Zweitwaffe. Nehmen Sie die Pistole von der Theke. Ja, damit gib mal hier rüber. Treffen Sie die Nahziele auf der Anlage. Der wie asozial. Aber warte, ich würde sagen, die Empfindlichkeit ist mir ein bisschen zu hoch. Wireless Controller. Es ist okay, erweiterte Einstellungen. Ne, das ist okay so. Ja, das ist besser, angenehmer. Okay, jetzt zurück zum Gewehr. Okay, alles klar. Treffen Sie die Fernziele auf der Anlage. Ja, ist schon besser. Boah, es ist so viel angenehmer. Allein, dass ich vernünftig aimen kann, ne? Ohne einen verschissenen Input-Lag wie im zweiten Teil, Digga. Ey, es ist so viel geiler, Digga. Es ist so viel geiler. Und auch, dass ich mit L1 ganz normal anvisieren kann, ne? Das ist halt auch wirklich... Oh Gott, wie schön das ist. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Allein deswegen wird mir das Spiel halt so viel mehr Spaß machen. Ich meine, mir hat doch der zweite Teil viel Spaß gemacht. Aber die Steuerung war wirklich... Oh Gott. Suchen Sie hinter der Metallplatte Deckung. Sie können aus der Deckung die Ziele anvisieren. Okay, ich muss nur einmal drücken. Davor musste ich halten im zweiten. Das ist cool gemacht. Einfach nur einmal drücken, dann müsste das gehen. So, wunderbar. Sehr geil. Boah, ich freue mich drauf. Boah, ich freue mich drauf. Ja, ja, alles klar. Ja, komm. Geh mal rüber hier. Oh ja, das wird Laune machen. Jungs, das wird uns Spaß machen. Zone 3, das okay, ist es. Wir wissen Bescheid. Ja, er kann weiter. Super. Der Vorsitzende Stahl erwartet Sie im Übertragungsraum. Hey, helfen Sie mir hier mal. Okay, gut. Ja, okay, alles klar. Oh, geil, Digga. Killzone 3, Digga.
Bereit für den Kampfwaffentraining abschließen. Boah, ich freue mich drauf, Digga. Ich freue mich richtig drauf. Was klatschen die so? Mit Schimmer dein Leben? Allein weil die Steuerung so viel angenehmer und so viel besser ist als im zweiten. Es kann man sich gar nicht vorstellen, wie viel mir das Spaß machen wird. Und die haben auch diesen extremen Blur-Effekt haben die auch rausgenommen. Weil das war ein bisschen zu anstrengend für mich so im zweiten Teil. So. Reaktion verstärkt sich. Unter Einheiten 2, 4, 7, 12, 15 bis 19 sind überladen. 3, 8 und 13 stabilisieren sich bei 400% übernommen. Okay, Digga. Achtung, kommen Sie mit. Die Rede des Vorsitzenden an die Nation wird in Kürze übertragen. Exekutionspersonal hat sich umgeben im Übertragungsraum zunächst. Was geht ab? Was geht ab? So, Jungs. Exekutionskommando. Dort drüben. Ich weiß, was diese Nation braucht. Und ich beseitige dieses Übel, das sich Willige und Sklaven schafft. Und zu Visaris Ehren leiten wir morgen die größte Militäraktion unserer Geschichte ein. Um diese zu feiern, biete ich euch Gerechtigkeit. Rache! Und den Tod seiner Mörder! Was? Sie! Ja, ich. Helga, sag ich schon, das ist natürlich Seth, Alter. So, und genau jetzt, da dachte ich mir, jetzt startet der dritte Teil sozusagen genau da, wo der zweite Teil aufgehört hat. Seth! Seth! Sind Sie okay? Nein, Rico. Ich bin nicht okay. Wir hatten den Kerl, hatten ihn. Und Sie bringen ihn um! Das war Visari! Ja, Sir, über den Fluss. Klar! Alles klar. Absolut. Natürlich, General. Ich bete für Sie, dass es ihm besser geht, als er aussieht. Ich geb's auf. Zeitpunkt des Todes, 21.20 Uhr. Oh, das ist ja perfekt. Einfach nur perfekt. Männer, herhören. Wir müssen sofort los. Also, packt euren Kram. Delta, Sie wissen Bescheid. Hooper, Fahrzeug, und zwar pronto. Wo zur Hölle sind Velasquez und Shevchenko? Hören Sie, Seth, ich habe getan, was ich tun musste. Und ich werde verdammt nochmal dafür sorgen, dass er dafür vors Kriegsgericht kommt. Captain. Sergeant Shevchenko. Sergeant Velasquez. Command zieht die Reißleine. Sie wollen, dass wir eine Notfallevakuierung durchführen. Wir ziehen alle Soldaten vom Planeten ab. Wir ziehen ab? Ich zieh nicht ab. Der Krieg ist in vollem Gange. Was soll denn dieser Blödsinn? Oh nein, so läuft das hier ganz bestimmt nicht. Das ist Befehlsverweigerung. Ich sollte Sie beide standrechtlich erschießen lassen. Jetzt halten Sie die Klappe und hören mir zu. Ist das jetzt klar? Ist das jetzt klar? Ja, Sir! Sergeant Velasquez, sind Sie so blöd, einem Befehl zu gehorchen und endlich das Maul zu halten? Captain! Okay, herhören! Eine Kreuzerflotte der Helgas nimmt direkten Kurs auf unsere Position. Der General will, dass wir aufbrechen, bevor Sie hier eintreffen. Am besten kämpfen wir uns durch den Visari-Bezirk und überqueren den Korinth. Von dort aus geht's nach Osten zum Sammelpunkt, einem Krater von der Größe von Kansas, irgendwo unter dieser Pilzwolke. Wir haben nur einen Anlauf, also werden wir streng nach Plan vorgehen. Gut gemacht, Hooper. Wir haben nicht viele dieser Babys, aber sie sind unsere beste Chance gegen das, was die Hicks haben. Was zur Hölle ist das? Wir müssen hier weg! Los! Seth, sorgen Sie für einen sicheren Korridor! Los, los, los!
schießen! Auf was? Auf alles! Ja! Sehen Sie jemanden? Ja. Vielleicht da lang! Ach du Scheiße, haben wir sich kurz zu früh gefreut, Alter. Oh yes, Digga, oh yes, oh yes, oh yes, oh yes, oh yes, okay, gut. Über die Straße da unten kommt. Gut, Killzone 3, Alter, let's go. Direkt da anknüpfen, wo der zweite aufgehört hat. Oh, jetzt bin ich gespannt. Und das spielt sich so viel besser, ohne Witz. Es spielt sich von der Steuerung so viel angenehmer, dass man das gar nicht in Worte fassen kann, wie viel geiler sich das spielt, der dritte Teil. Bringen wir sie lautlos um, bevor sie uns sehen können. Genau. Das ist ja hier das Schöne im dritten Teil, glaube ich. Warte, kann ich theoretisch... Nee, ich kann hier nur zwei Waffen tragen. Das ist schade. Ich hätte gerne noch eine dritte Waffe getragen. Gut. Also machen die Feuergefechte einfach viel mehr Spaß auch. Wo zum Teufel ist der Rest vom Konvoi? So. Ah, gut, ich kann auch rutschen. Hey Sarge, hier drüben! Wo sind die anderen? Keine Ahnung. Wahrscheinlich am anderen Ende vom Platz. Was geht ab? Oh, Digga. Yes, Mann. Oh, 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 oh. Kurz mal nachladen. Ja, yeah, Digga. Ey, allein vom Gunplay, ne? Das ist allein vom Gunplay so viel geiler, Digga. Gott, macht der Bock das jetzt schon, Digga. Alter, wie viel mehr das Bock macht, ne? Das kann man sich gar nicht... Ach du heilige Scheiße, was ist das denn? Wie viel mehr das Bock macht, ne? Das kann man sich gar nicht vorstellen. Digga, eine gute Steuerung, ne? Macht so viel aus. So satisfying, in die Gunfights zu gehen, ne? Jetzt kann ich auch mal endlich auch vernünftig mal reinpushen und so. Und die Leute halt auch wirklich mal so richtig weg, also so halt weg aimen, wie sie es gehört. Ach guck mal, ich hab eine Shotgun-Pistole, geil. Das bockt abnormal, das bockt mega. Wer zerbombt seine eigene Stadt? Ich sehe Navel nicht. Der Fluss ist da lang. Er hat gesagt, dass wir dort rüber müssen. Ja, hoffen wir, dass es diesmal alle schaffen. Hören Sie, Seth. Wegen Visari ich. Vergessen Sie es. Ich wollte ihn auch töten. Haben Sie aber nicht. Nein, aber nur, weil ich nicht so blöd bin.
Fernsehen. David hat geschossen. Das klingt doch nach ESA-Panzern. David hat geschossen, Alter. So. Ich gebe Deckung. Ja, scheiße. So. Was ist hier los, eh? Digga. Was ein geiles Game, Digga. Oh, Killzone 3 Shepard. So. Ich weiß, wo der dritte rauskam. Es waren schon, glaube ich, 3 Jahre oder so, die vergehen mussten, dass der dritte rauskommt. Aber wo der dann da war, ne? Mit diesen Verbesserungen, Digga, ich schwör's dir. Das Game hat, glaube ich, gescheppert wie sonst was, Digga. Was geht ab, ihr Hunde? Miami. Nein, Sir. Verstanden. Dann weiter zum Schluss. Alter, wie viel das geiler ist. Ich kann es nicht in Worte fassen, wie viel mir besser die Steuerung im dritten Teil gefällt. Allein das, Digga, macht das Spiel für mich, Digga, 20 Mal besser als den zweiten. Allein die Steuerung. Das Ding ist, ein Shooter kann halt gut aussehen und eine geile Atmosphäre, aber wenn er sich scheiße spielt, Digga, macht das halt wirklich vieles kaputt, so. Und der dritte ist halt genauso geil, so von der Art und Weise der Inszenierung, aber die Steuerung, oh Gott, und die Art und Weise, wie sich das Spiel spielt, ist halt wirklich so viel besser. Und es bockt einfach extrem, so. Damit. Nehmen Sie sich die Torsteuerung rechts vom Durchgang vor. Wir geben Deckung. Das war's. Seid ihr okay? Ja. So. Der Zugang ist frei. Folgt uns. Aua. Perfekt. Ab geht der Junge. Let's go. Ach du Kacke. Was zum Teufel war das? Sucht einen anderen Weg, wir versuchen's hier. Ja, einfach so ein stupides Loch, Alter. Holy moly. Warte mal. Die ganze Sache ist für den Arsch. Niemand weiß mehr, was die anderen tun. Kommen Sie, ich helfe Ihnen. Ach so. Ja, komm mal rüber hier. Ja. Was ist los? Dankeschön. Maniac. Gehen wir runter. Nicht unser Einsatzziel, Rico. Wir müssen uns an Navels Befehle halten. Was ist das für ein Zeug?
Interesting. Und weiter geht's. Interesting, interesting. So. Ach du Scheiß. Achso, es geht ab, Jungs. Allahu Akbar. Oh Gott. So, warte mal. Ah, shit. So. Nice. Wie viele chillen da, Digga. Wir brauchen mehr Durchschlagskraft. Gehen Sie an das Minigeschütz. Ich hab die Tür hoch zurück. Okay? Geil, Digga. Ich kann einfach das MG nehmen, das ist ja der Wahnsinn. Wie krass ist das, Digga? Oh, der Witz, das Spiel sieht auch so gut aus, ne? Auf der Galerie sind Hellgast. Allahu Akbar! Maximal One-Shot. Maximal One-Shot, Digga. Holy freaking shit. Weg damit. So, weg mit euch, Hunde. Wahnsinn. So. Erdgeschoss sicher. Sarge, wir werden vom Dach aus beschossen. Higgs mit RPGs. Verstanden, wir kümmern uns drum. Also ab nach oben. Vielleicht eine Munitionsbox irgendwo? Warte mal. Oh, die Waffe habe ich auch gefeiert, Digga. Ich bin gespannt, wie sich jetzt spielt mit dieser Rüstungssteuerung hier. Auf die habe ich Bock jetzt. Oh mein Gott, die bockt so viel mehr. Alter, wie viel mehr die bockt, das kann man sich nicht vorstellen. Die macht so Bock. Macht so Laune, die Waffe. Da ist die Tür, wir müssen da durch. Digga, wie viel mehr das bockt. Die Hellgast, Alter, ist so krass, Digga, jetzt in dem dritten Teil.
Die ist wirklich heftig. Da drüben, der Rest des Konvois. Gehen wir runter und helfen Navel. So. Was ist denn hier los, Alter? Sicher. Ab geht's, der Junge. Koordinaten bestätigen. Sieht gut aus. Gute Arbeit, Soldat. Dann los und melden Sie sich. Sevchenko. Gut, dass Sie hier sind. Velasquez. Sind das alle? Der verdammte Konvoi ist am Fluss versprengt. Wir stoßen vor, um den Krater für die Evakuierung zu sichern. Das ist keine gute Idee. Je mehr wir uns verteilen, desto leichter haben es die Hellgast. Ja, das stimmt. Sir, bei allem Respekt, ich will vorschlagen... Ich habe deutlich gemacht, dass ich von Ihnen nichts mehr hören will. Seth, schaffen Sie mir dieses Großmal aus den Augen. Sie beide übernehmen die Führung. Wir räumen die Route mit dem Exo. Ja, Sir. Je schneller wir den Krater erreichen, desto schneller sind wir daheim. Denken Sie einfach nicht dran. Bringen Sie den Exo zum Laufen! Na toll, Digga. Der Typ hat maximal abgefuckt. XO1, Einsatz beginnt. Ah cool, ich kann drei Waffen tragen jetzt. Zurück. Ich empfange... Hellgast! Wir haben mehrere Ziele. Nee, ich kann mehrere Waffen tragen. Okay, ich kann eine AR tragen, ich kann eine schwere Waffe tragen. Das haben die geil gemacht, das haben die besser gemacht. Allahu Akbar. Warte mal. Gib nochmal her. So. Ah, das Klößchen. Alter, wie das hier scheppert. Nein, Monster, fuck! Ah, ich bin... Oh, korrekt, Digga. Die Straße ist blockiert, wir kommen nicht durch. Kümmern uns um die Bodentruppen. Okay, man kann aber hier easy wiederbeleben, das ist auch cool. Hat ja in der zweiten noch gar keinen Sinn gemacht, so, ich konnte nicht wiederbelebt werden. Aber die Mates schon, so, weißt du, das finde ich das cool, dass sie das jetzt auch hier mit übernommen haben. Oh mein Gott. So, der ist tot. Alter, Alter. Was ist das denn? Meine Fresse, fick dich doch, Digga.
Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott. Ey, was hier abgeht, das ist krass. Junge. Kann ich theoretisch... Ah ne, schade. Entweder oder. Let's go. Wie viele? Ja, Sir. Verstanden. Unsere Kreuzer kriegen Besuch. Sie registrieren über ein Dutzend Helgas-Schlachtschiffe. 12. Wie lange werden Sie durchhalten? Lang genug, hoffe ich. Unsere Kreuzer sind freiwillig, wenn wir nicht rechtzeitig hinkommen. Sir, der Rest des Konvois ist über die Stadt verstreut. Ich kenne die Position meiner Truppen, Sergeant. Wir können uns keinen Aufschub leisten. Sevchenko, wir müssen diesen Krater erreichen, sonst kommt hier keiner raus. Sie haben die Hammers. Wenn Sie Helgas Panzer sehen, jagen Sie sie hoch. Wir sprengen uns den Weg frei. Wenn sich jeder an die Befehle hält, ist alles okay. Zeigen wir, dass wir es ernst meinen. Die Zeit läuft. Wie die Herren Senatoren sehen, sind die ISA-Truppen absolut ungeordnet. In 3 Stunden werden wir sie überrannt haben. Visaris Mörder werden nicht überleben. Ist mir etwas entgangen? Was ist mit der Panzergruppe links? Johann Stahl. Nun, ich freue mich, dass sich die Privatwirtschaft für staatliche Ziele interessiert. Mal wieder. Die ISA-Panzergruppe auf der Linken. Ich meine, ignorieren Sie sie mit Absicht oder ist das etwa Teil einer Strategie, die wir nicht verstehen? Oder was? Sie bauen die Waffen, Stahl. Ich entscheide über Ihren Einsatz. Bin ich denn der Einzige hier, dem so archaisches Denken widerstrebt? Zahlenmäßige Überlegenheit. Das bringt uns nicht weiter. Also, warum handeln wir nicht mit der ISA? Locken wir sie zu uns und versprechen ihnen irgendwas. Und wenn sie dann hier sind, alle gemeinsam, dann töten wir sie. Visari hat sie vielleicht toleriert, Stahl. Aber ich bin nicht Visari. Das ist leider nur allzu deutlich. Tut es weh, zu wissen, dass Sie niemals aus Visaris Schatten treten werden? Ließen Sie ihn deshalb sterben? Die Helgast werden niemals mit der ISA verhandeln! Wir werden sie vernichten! Achtung, alle Einheiten! Hier spricht der Admiral. Angriff verstärken! Ich will die ISA tot sehen. Noch in dieser Stunde. So. Fahrer, bringt uns ein. Oh, nice. 2 zu mir. Hier spricht Velasquez in Hammer 4. Wir gehen nach links. Abfangprotokoll. Verstanden, Hammer 4. Konvoi rückt vor zum Sammelpunkt. Kontakt. Ziel voraus. 20 Grad hoch. Oh, shit, Digga. Der Konvoi ist blockiert. Wiederhole. Konvoi blockiert. Hier spricht die Feind. Wir brechen durch. Position halten. Wir räumen zuerst das Gebiet frei. Verstanden? Verstanden.
Das war's. Alles klar. Defiant rückt vor. Sorry. Defiant, bleiben Sie beim Konvoi. Negativ, Hammer 4. Wir machen das jetzt. Helgas zu meiner Linken. Greifen an. Defiant, warten Sie auf Verstärkung. Negativ, Hammer 4. Lange, ich krass. Schnelligkeit, das Oberste. Defiant hat erwischt. Wiederhole. Defiant erledigt. Verstanden. Sind unterwegs. Ziel auf 10 und 0 Grad. Lasst ihr euch. Ziel in Sichtweite. Konvoi wieder im Spiel. Danke, Command. Command, starker Flankbeschuss voraus. Sie greifen uns an! Verstanden, sind unterwegs. Feinde greifen an! Scheiße, sie feuern auf uns! Oh mein Gott, oh mein Gott. Alles klar, Hammer 2 unterwegs. Alle Einheiten, Vorwind und verstärkt. Alter Schwede. Das war knapp, Digga. Das war knapp. Junge, es geht hier ab, Junge, das hast du nicht gesehen. Das ist ja der Wahnsinn. Da ist unser Kreuzer. Ist das die Dauntless oder die Compulsion? Die Compulsion. Alle Einheiten, nice, Evakuierungsschiff gesichtet. Zusammenbleiben, alle Richtung Sammelpunkt. Wir pflügen die Straße um. Ah, scheiße, APCs. Sarah, laut, laut, laut! Auf Abstand. Sie dürfen uns nicht erreichen. Mist, der sitzt mir im Nacken. Schütze, halten Sie ihn ab. Wir brauchen mehr Spielraum. Ich sagte doch Abstand halten. Ach, so eine Scheiße, das Ganze. Hat uns definiert. In Bewegung bleiben. Holy shit, Digga. Ey, was geht hier ab, Alter? Ey, dreh dich doch schneller, Digga. Hammer 2. Sind durch, sind durch. Durch mit dir, Junge. Einheiten, Hammer 4. Die Straße 2. Verstanden, Konvoi rollt. Da sind sie wieder. Verflucht, wir haben's geschafft. Let's go. Mashallah, Brate. So, nicht anders. So und nicht anders. Angriff! Hammer 4, hier spricht Vanguard. Der Konvoi meldet große Tickaufkommen auf 5 Uhr. Konvoi, Position halten. Wir versuchen hier rauszukommen. Sitzen in der Klemme, Hammer 4. Feind auf Nachschub. Okay, verstanden. Geh kaputt, Junge. Dankeschön. Hammer 4 auf 1 Uhr. Ziel erfasst. Hit ihn. Hammer 2 nach rechts. Blockiert die Geschützstellung. Over. Lang, verpiss dich. Ihr hohen Sinne. Mehr feindliche Ziele. Verstanden. Gebe Deckung. Geh mal down, Digga! Ziel erledigt! Oh, wie lange es dauert, bis der sich dreht, Digga! Ey, wie lange fahren wir noch mit dem Scheiß hier? Was ist das denn? Wohin gehen wir, Digga? Nach Humbukto oder was, Digga? Das ist ja heftig! Endlich! Die Pathfinder 4-2 werden von feindlichen Flaks beschossen! Wir brauchen Hilfe! Wiederhole Hilfe! Das ist ja schlimm, Digga! Bleib da, sind unterwegs! Komm schon! Vorwärts!
keine Chance, Mann! Geht nicht! Was macht ihr hier? Ihr müsst weiter! Captain Marvel sagt, wir müssen die Bogenkanone ausschalten. Aber die MGs nehmen uns auseinander. Wir haben keine Leute! Such eine höhere Position und schalte die MGs aus. Können Sie die Jungs in Bewegung bringen, wenn ich Feuerschutz gebe? Klar! Hey, wie ist Ihr Name? Gutmann! Die bleiben bei mir, okay? Ja. Der heißt Gutmann? Ja, moin. Den Korridor. Okay, alles klar. Na gut, Freunde, ich würde aber sagen, wir machen jetzt hier erstmal einen Cut. Wir sind jetzt bei, ja, knapp 50 Minuten. Ich würde sagen, das reicht für die erste Folge. Bis jetzt, der erste Eindruck ist richtig geil. Gefällt mir allein von der Steuerung her 100-mal besser als der zweite Teil. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, checkt die Beats und verschiedene Zwiebeln. Und haut rein!